Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Sarah und ich möchte euch heute wieder mal eine Perücke vorstellen, und zwar das Modell Violet von Aesthetica Designs. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie sie aussieht, wie lang sie ist, wie die Farbe aussieht, wie sie mir gefällt und welche Besonderheiten sie hat, dann bleibt einfach dran und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ja, das ist Violet von Aesthetica in der Farbe Silver Sun RT8. Ich denke, Violet ist eher ein unbekanntes Modell von Aesthetica, wobei Aesthetica generell, glaube ich, hier nicht ganz so bekannt ist. Und das arme Ding lag nun über ein Jahr im Karton und hat darauf gewartet, dass sie mal wieder ausgepackt und getragen wird. Ich habe sie tatsächlich nur ein einziges Mal getragen, was wahrscheinlich an der Farbe liegt. Aber dazu kommen wir gleich. Violet ist ein süßer, lockiger, halblanger Stil, so eine typische Hollywood-Frisur, quasi eine Hommage an die glorreichen, eleganten 30er Jahre. Grundsätzlich gefällt mir der Stil gut. Mir ist sie einfach zu wenig blond. Die Farbe Silver Sun RT8 läuft unter einem Blond, zumindest laut Hersteller. Ich habe leider keine Farbnummern dazu gefunden, aber die Farbbeschreibung des Herstellers lautet übersetzt ein geeistes Blond mit einem Hauch von Sand gepudert und das Ganze auf einer goldbraunen Root, also einem goldbraunen Ansatz. Wenn man ganz genau von nahem hinschaut, dann sieht man so ganz dünne, feine, sandblonde Strähnchen. Aber alles in allem finde ich, dass die Farbe sehr silbern wirkt, also so silberweiß. Oder heute würde man sagen ein Fashion Grey. Also eine Farbe, die sehr schwierig ist, so zu färben. Und gerade für junge Mädels, die Lust haben, mal auf so ein Grau, finde ich, wäre das die perfekte Zweitfrisur. Mir persönlich ist sie, wie gesagt, zu silbern und zu wenig blond. Die Perücke hat eine Lace Front, also einen Filmansatz, und einen Monoscheitel links. Das zeige ich euch natürlich wie immer von nahem. Und ich finde, der Filmansatz ist sehr schön gearbeitet. Das macht Aesthetica gut. Wie ihr sehen könnt, kann man das sehen, wenn ich ganz nah rangehe, habe ich den Ansatz hier gekürzt mit einer Zackenschere. Das wird von den Herstellern so empfohlen. Zum einen, weil es dann keine gerade Linie gibt und der Ansatz natürlicher aussieht durch das unregelmäßige Zackenmuster. Und zum zweiten, damit die Lace, also das Gaze- oder Tüllmaterial, bei dem die Fasern von Hand eingeknüpft sind, nicht ausfranst. Also der Ansatz ist schon mal sehr gut. Und dann seht ihr hier hoffentlich den Monoscheitel. Das ist immer schwierig ohne Spiegel. Der ist ziemlich dicht geknüpft. Da könnte man, wenn man wollte, noch mit einer Pinzette ran und ein bisschen ausdünnen, damit das noch realistischer aussieht. Auf jeden Fall hat sie sehr schöne Features, alles was man braucht, trägt sich auch sehr angenehm und ist gut verarbeitet. Ich zeige euch natürlich später auch noch die Kappe von innen. Die Fasern bei diesem Modell sind Kunstfasern und nicht hitzebeständig. Ihr könnt also nicht mit Hitzetools irgendwas daran tun, beziehungsweise die Locken ein bisschen relaxen oder so. Da müsstet ihr dann auf jeden Fall Dampf nehmen, also von einem Steamer. Damit würde das gehen, aber nicht mit einem Glätteisen oder Ähnlichem. Die Länge blende ich euch wie immer rundherum ein, damit ich euch jetzt nicht mit den Zahlen langweilen muss. Und ihr könnt es euch was denken, als nächstes sprechen wir über Permatease. Diese Perücke hat auf jeden Fall Permatease. Also einmal hier oben hat sie relativ viel Permatease, damit sie einfach so ein bisschen diesen Lift hat, also dieses Volumen hier oben, sonst würde sie total platt herunterhängen. Und auch hier hinten hat sie Permatease an den Seiten und im Nacken, eigentlich rundherum, damit das alles schön Volumen bekommt und gut aussieht. Also wenn ihr kein Permatease mögt, dann ist diese Frisur vermutlich nichts für euch. Dann zeige ich sie euch jetzt noch rundherum von allen Seiten und anschließend auch noch draußen bei Tageslicht.
Ja, wie gesagt, grundsätzlich finde ich sie wirklich süß. Ich mag das Lockenmuster und es ist mal was anderes. Und vielleicht besorge ich sie mir irgendwann auch mal noch in einer anderen Farbe. Dann würde ich sagen, schauen wir sie uns jetzt noch draußen bei Tageslicht an. Ja, kommen wir zum Punkt Styling, beziehungsweise machen wir zuerst den Brillentest. Und wie fast immer ist das auch mit dieser kein Problem. Ihr habt genug Platz zwischen den Tampeln, also den Eartaps, und den Ohren, damit auch eine Brille Platz hat. Beim Styling seid ihr vielleicht ein bisschen mehr eingeschränkt wie bei längeren Styles oder mit hitzebeständiger Kunstfaser, die ihr selber umstylen könnt. Ihr könnt natürlich zum Beispiel eine Seite irgendwie zurückpinnen, so einen asymmetrischen Look. Finde ich immer ganz nett. Oder auch einen Haarreifen oder ein Band im Haar tragen oder sowas. Und gerade mit einem Haarreifen oder so einem Haarband, denke ich, würde sie auch sehr gut als 50er-Jahres-Stil durchgehen. Vielleicht für die nächste Rockabilly-Party. Auf jeden Fall gefällt mir der Stil grundsätzlich sehr gut. Dann schauen wir uns jetzt noch die Kappe von innen an. So, das ist also die Kappe von innen. Hier seht ihr den Filmansatz, die Lace Front. Die geht ja bis in die Schläfen, also nicht bis runter in die Tampeln. Geht dann nahtlos über in den Monopart. Ja, der hat so eine Standardlänge, würde ich sagen. Ist auch normal breit, also auf jeden Fall genug Platz, um den Scheitel ein bisschen zu variieren. Dann hat es hier oben dieses Rose Lace, also ja, diesen Stoff, unter dem sich dann das Permatease verbirgt. An der Seite hat sie geschlossene Tampeln mit den Metallstäbchen drin, den biegsamen, damit ihr sie an eure Kopfform anpassen könnt. Der Rest der Kappe ist auf Tressen genäht. Dann hat sie einen erweiterten Nacken und verstellbare Bänder mit diesen Hakenverschlüssen, wie man das eigentlich von den günstigeren Modellen kennt. Ich persönlich mag die Klettverschlüsse am liebsten. Aber alles in allem ist sie sehr gut verarbeitet. Ja, das war es auch schon wieder mit meiner kleinen Vorstellung von Violet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, von denen es aktuell jeden Freitag ein neues gibt. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren und ich werde euch gerne antworten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, freut mich sehr, dass ihr da wart. Ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss! Ja, wenn ihr wissen wollt, wie sie aussieht, wie lang sie ist, wie die Farbe aussieht, wie sie mir gefällt und wie ich sie am liebsten trage, dann bleibt einfach dran und ich würde sagen, wir fangen nochmal an. Süßer, lockiger, halblanger, geeistes Blond, etwas finde ich den Stil grundsätzlich sehr schön. Auf jeden Fall gefällt mir der Stil grundsätzlich sehr gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ach so, völlig vergessen. Jetzt haben wir alles, oder? Ich glaube.